Die Beine öffnen und dreimal tief ein- und ausatmen. Die Arme sinken lassen und side to side. Schön den Bauch anspannen, die Schultern tief und den Rücken gerade halten. Die Schultern leicht in der Bewegung nach oben ziehen und immer schön ein- und ausatmen. Schultern im Wechsel nach hinten kreisen und den Ellbogen leicht vor dem Körper in der Bewegung mitnehmen. Den Arm strecken und lassen Sie den Blick entspannt den Händen folgen. Zum Step-Touch wechseln, die Arme vor dem Körper zur Faust ballen und die Arme mit einem Ausatmen nach oben führen. Eine gerade Linie zwischen Schultern und Händen. Aus und ein, aus und einatmen. Die Handflächen nach oben drehen, die Schultern ziehen nach unten, die Schulterblätter schließen zur Dehnung der Brustmuskulatur. Die Arme sinken lassen, zur Seite drehen und Ferse, Zehenspitze aufsetzen. Die Arme schön kontrolliert in der Bewegung mitnehmen. Ein- und aus, ein- und ausatmen. Das vordere Bein wird zum Standbein und das hintere Bein hebt gemeinsam mit den Armen an. Hier den Bauchnabel kräftig zur Wirbelsäule ziehen, dass der Rücken gerade bleibt. Die Dehnung der Wadenmuskulatur, der Oberschenkelmuskulatur. Zurück zur Mitte kommen und wieder side to side. Zur Seite drehen. Tap mit Ferse und Zehenspitze. Kräftig den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, schöne Spannung im Oberkörper halten und auch hier die Arme wieder kontrolliert nach oben in der Bewegung mitfließen lassen. Das vordere Bein wird zum Standbein, das hintere Bein geht in der Bewegung mit nach oben.